Geehrte Geschwister, wir mitten in der Welt und der Islam und seine Werte, mitten in unserem Herz. Ich könnte auch sagen, mitten in unseren Herzen, aber die Oma hat ein Herz, liebe Geschwister. Die Oma hat ein Herz. Liebe Geschwister, wir ziehen uns nicht in Klöster zurück oder auf Anhöhen in den Bergen oder in Wüsten, sondern wir nehmen an diesem Leben teil und gestalten es. Allah Ta'ala spricht in vier Ayat, vier Zeichen, Zeichen, die uns aufwecken mögen, liebe Geschwister, von der Dunya und dass wir uns in ihr zu involvieren haben, aktiv sein mögen, und verwendet vier Begriffe, die eventuell unsere Einstellung ändern müssen, wenn wir sie nicht bereits haben. Und für die anderen, liebe Geschwister, sei es eine Erinnerung. Denn Allah Ta'ala erinnert uns und die Erinnerung nutzt den Mu'minin, wie Allah Ta'ala im Koran sagt. In Al-Baqarah, die Aya 115, sagt Allah Ta'ala im Koran: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Sie fragen dich, was sie ausgeben sollen. Sag, was immer ihr an Gutem, ja, Allah Ta'ala spricht von Khayr, ausgebt, ja, es hätte ja auch heißen können, an, dass ihr das Schlechte loswerdet. Was immer ihr an Schlechtem loswerden könnt, umso besser ist es. Aber Allah Ta'ala spricht davon, was immer ihr auch an Gutem ausgeben mögt, soll den Eltern, den nächsten Verwandten, den Weisen, den Armen und dem Sohn des Weges zukommen. Und was immer ihr an Gutem tut, so weiß Allah Ta'ala darüber Bescheid. Das heißt, der weltliche Besitz, liebe Geschwister, wenn man ihn nicht im Herzen trägt, sondern in der Hand hält und ihn richtig gebraucht, ist Khayr. Ist etwas Gutes, liebe Geschwister, ist etwas Gutes. Dann sagt Allah Ta'ala im Koran, in Surat Al-Jumu'ah: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah Ta'ala, liebe Geschwister, hält hier fest, dass wir Muslime keinen einzigen Ruhetag haben. Hätte ja sein können, dass einer von uns das übernommen hat aus dem hiesigen Kulturkreis, aber wir Muslime, wir haben keinen Ruhetag. Allah Ta'ala sagt im Koran in Bezug auf das Freitagsgebet: Wenn das Gebet beendet ist, dann breitet euch im Land aus und trachtet nach etwas von Allahs Huld, nach seiner Gnade. Geht arbeiten! Und das Erworbene bezeichnet Allah Ta'ala als Fadl, als Gnade von ihm, als Gabe von ihm, liebe Geschwister. Aber er sagt: Gedenkt Allahs häufig, auf dass es euch wohlergehen möge, auf dass ihr Erfolg haben möget. Dann sagt Allah Ta'ala im Koran: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. In Surat Al-Hijr, die 15. der Abfolge nach, die Aya Nummer 20. Und wir haben auf ihr, der Erde, für euch Möglichkeiten zum Lebensunterhalt geschaffen und auch für diejenigen, die ihr nicht versorgt. Lebensunterhalt hier wiedergegeben mit dem Wort Ma'ayish. Und wir kennen den wundervollen Namen unserer Mutter Ra'isha, radiyallahu anha, die Ehefrau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und die Ehefrauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie wir alle wissen, werden im Koran als unsere Mütter beschrieben. Ja, sie hat einen wundervollen Namen, und aus derselben Wurzel ihres wundervollen Namens ist das Wort für Lebensunterhalt im Koran wiedergegeben. Ja, das heißt, wir sehen diese positive Konnotation, liebe Geschwister. Und wenn wir aufbauend auf dem Vergleich zu Aishas Namen diese Lektion treffen, wie muss es erst sein mit dem folgenden, liebe Geschwister? Denn Allah Ta'ala sagt im Koran, in Surat An-Nisa, die 5. Aya:
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Und gebt nicht den nicht zurechnungsfähigen euren Besitz, den Allah euch zum Unterhalt bestimmt hat. Ja, im Koran wird das jetzt in der ungefähren Bedeutung wird das nicht stark wiedergegeben, sondern versorgt sie davon und kleidet sie und sagt zu ihnen schöne Worte, geziemende Worte. Hier das Wort für Lebensunterhalt, Qiyama. Und Allah Ta'ala hat einen Namen, der aus dieser Wurzel sich ableitet. Beziehungsweise umgekehrt, das Wort für Lebensunterhalt, Qiyama, Qiyam, leitet sich aus der Wortwurzel Allahs Namens ab, des Namens Allahs ab, Al-Qayyum. Al-Qayyum. Das heißt, wieder wird das weltliche Gut, liebe Geschwister, als etwas Gutes dargestellt. Und von dieser Wortwurzel, ja, werden Worte gebildet wie aufstehen, bestehen, entstehen, der Aufbruch, die Unternehmung, die Stütze, der Rückhalt, der Ernährer der Familie. Ja. Das heißt, liebe Geschwister, wir begreifen diese Dunya als Herausforderung. Wir ziehen uns nicht in Klöster oder in Tempel oder in Moscheen zurück oder ziehen in die Wüste oder auf Anhöhen in den Bergen, sondern wir sagen, wir haben hier einen Auftrag. Wir haben hier einen Auftrag. Und deswegen lernen wir in der Schule, in den Ausbildungsstätten, in der Universität, im Leben, ja, im lebenslangen Lernen, auf der Arbeit. Und wir unternehmen Fort- und Weiterbildungen, liebe Geschwister, damit wir eben dieser Aufgabe, diesem Auftrag auch nachkommen können. Gut, und tun wir das und bilden dabei Parallelgesellschaften und studiert die Geschichte und ihr werdet sehen, Muslime haben multireligiöse Nachbarschaften und Gesellschaften gegründet. Und der Prophet Mohammed s.a.w. fing damit bereits an, als er nach Medina zog, in eine Nachbarschaft, wo auch viele Juden gewohnt haben. In einer Nachbarschaft, in der auch viele Juden gewohnt haben. Wir mischen uns unter die Menschen, denn der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, den Imam Ahmed unter anderem aufnahm und verifizierte, ein Sahih Hadith, Al-Mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Der Mu'min, der sich unter die Menschen mischt, ja, ja, khalata, wortwörtlich, ja, mischen. Ja, Al-Khalat ist der Mixer. Also ihr geht in einen Laden in der arabischen Welt und ihr fragt nach einem Mixer, ja, Al-Khalat. Ja. Der Muslim, der Mu'min, der sich unter die Menschen mischt und ihre Schlechtigkeiten, ihre Verletzungen erträgt, ist bei Allah Ta'ala belohnter, gewaltig belohnter, als derjenige, der sich nicht unter die Menschen mischt und nicht ihre Schlechtigkeiten erträgt. Das heißt, wir wollen ertragen von allen Menschen. Wir wollen keine Parallelgesellschaften. Wir wollen keine Eliten. Ja? Das Gebet, das beste Beispiel. Wir stehen alle Schulter an Schulter. Ja? Mindestens, manche Fuß an Fuß, je nach Madhab. Unabhängig von der jeweiligen sozialen Schicht. Und so werden wir Muslime vereint, liebe Geschwister. So werden wir Muslime vereint. Als Mauer, wie der Prophet sie beschrieben hat, sallallahu alaihi wasallam, wo ein Ziegelstein den anderen, dem anderen Stütze gibt. Und während wir die Schlechtigkeiten der Menschen ertragen, was wollen wir, und das ist subhanallah, das ist unglaublich, außer man hat Din. Wir wünschen ihnen gleichzeitig das Gute. Und wir nutzen ihnen, ob sie wollen oder nicht. Der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, ahabbu an-nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum lin-nas. Ja, häufig zitierter Hadith von uns, authentischer Hadith. Die beliebtesten Menschen bei Allah Ta'ala sind diejenigen, die am nützlichsten für die Menschen sind. Die am nützlichsten für die Menschen sind. Ich möchte an dieser Stelle kurz in die Geschichte, 1000 Jahre zurück, geehrte Geschwister.
Der Sigrid Huncke, die das Buch geschrieben hat, Allah ist ganz anders und Allahs Sonne über dem Abendland. Sie schreibt, ich zitiere, das Beispiel Spanien. Sie redet über die Muslime. Ja? Weil diejenigen, die davon sprechen, dass Muslime nicht zu Europa gehören, sie sind entweder unwissend oder sie sind wissend. Und wenn sie wissend sind, sind sie gefährlich. Weil wenn man eine Bevölkerungsgruppe aus der Geschichte radieren möchte, dann um sie aus der Gegenwart zu radieren. Ja? Und wenn man eine Bevölkerungsgruppe aus der Gegenwart radiert, ja, wenn man vom christlich-jüdischen Europa spricht, dann möchte man sie aus der Zukunft radieren. Und man möchte nicht ihre Leiden anerkennen, wie beispielsweise die Leiden unserer bosnischen Geschwister. Ja? Aber es ist Fakt. Ja, und wie oft habe ich euch den dicken Wälzer mitgebracht, den ich jetzt in meinem Büro vergessen habe? Das Standardwerk von Professor Dr. Michael Borgolte der Humboldt-Universität, Juden, Christen, Muslimanen, Erben der Antike und Begründer des Abendlandes. Ja? Ich zitiere weiter. Das Beispiel Spanien zeigt ferner, dass dort ein verarmtes, verwahrlostes, geknechtetes Land innerhalb von 200 Jahren arabischer Herrschaft, muslimischer Herrschaft, durch den Wohlstand aller Kreise seiner Bevölkerung und die Bildung aller Volksschichten durch die Höhe seiner Kultur, seiner Wissenschaften und aller Künste weit vorn an der Spitze Europas und den weithin unterentwickelten, durch die geistesfeindliche Kirche steril gehaltenen christlichen Welt stand. Das ist ein Geschichtszeugnis, geehrte Geschwister. Und sie redet weiter von einem absolut einzig dastehenden Vorrang, der, ich zitiere weiter, ein halbes Jahrtausend unbestritten hielt, bis es von außen durch das christliche Spanien zerschlagen wurde. Ja, sie erwähnt hier Wohlstand für alle, Freiheit, Bildung und Kunst. Und ich werde noch auf Hygiene im Weiteren eingehen, auf den Respekt vor der jeweils anderen Entscheidung in puncto Religionswahl den Mitmenschen gegenüber und auch auf die religiösen Einflüsse, die Muslime in Europa hinterlassen haben. Das andere Buch, was ich vergessen habe, ist ein Buch, was die islamischen Einflüsse auf die christliche Reformation nachzeichnet. Ja, so spricht, dass die Protestanten sich auf islamisches Gedankengut gestützt haben. Ja, warum verehren sie keine Heiligen? Woher kam denn dieser Einfluss beispielsweise? Ja, warum ist die Kirche als Mittler genommen, ja, bei und von den Protestanten? Ja, aufgrund dieser islamischen Einflüsse. Das zweite Buch, was ich oben vergessen habe. Hygiene. Manchmal lesen wir Geschichten über Prinzen und Prinzessinnen und Könige und Königinnen. Im Ende des 16. Jahrhunderts, die englische Monarchin Elisabeth I. Wisst ihr, wie oft sie sich gewaschen hat? Einmal im Monat. Kommentierend, ob sie es nötig hat oder nicht. Und Ludwig VIII., er wurde das erste Mal in seinem Leben, ja, der im 17. Jahrhundert lebte, das erste Mal in seinem Leben wurde er als Siebenjähriger gebadet. Und es war im Mittelalter gewöhnlich, dass man die Notdurft, ja, auf der Straße verrichtete und dass man dort auch die jeweiligen Behälter entleerte. Und es waren die Kreuzfahrer, ja, die Hygiene von den Muslimen in die jeweiligen Gebiete wieder importiert haben. Ja. Das sind wir, liebe Geschwister. Oder die Frage, sind wir das? Ja. Der Prophet Mohammed, er putzte sich die Zähne beim Wudu. Er putzte sich die Zähne auf dem Weg zum Gebet. Er putzte sich die Zähne, wenn er mitten in der Nacht aufgewacht ist und ja, das Mundgefühl sich änderte. Er putzte sich die Zähne immer, wenn er sein Haus betrat, ja, damit er ein Ehemann sein konnte. Ihr versteht, was ich meine. Ja, damit er seine Frau einen schönen Kuss geben konnte. Alhamdulillah, wir haben eine positive Beziehung zur Sexualität. Wir können ganz offen darüber sprechen. Alhamdulillah. Hygiene. Ja, dass wir in die linke Hand husten, in die linke Hand hineinniesen, ja. Das sollen wir in unserem Alltag praktizieren. Wir sollen dafür bekannt sein, der Muslim, das ist immer der Taschentücher dabei hat. Ja? Der hat immer einen Hustenbonbon dabei. Der ist immer bereit, ja, hygienisch zu sein. Und er duftet gut. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam,
dass der gute Duft von Allah Ta'ala ihm lieb gemacht wurde. Und er roch immer wundervoll, subhanallah. Es gab übrigens Sahabis, die haben, wenn der Prophet Muhammad sich zum Mittagsschlaf gelegt hat, sie haben versucht, seinen Schweiß zu sammeln und haben daraus ihr Parfüm gemacht. Das ist authentisch überliefert, geehrte Geschwister. Sauberkeit und Sicherheit und Gesundheit. Und wir gehen 1000 Jahre zurück in Europa, in die europäische Geschichte. Befinden uns im heutigen Spanien, in Córdoba. Ja? Wir kennen Al-Qurtubi, den Großgelehrten des Tafsir, ja, und des Fiqh. Er kommt aus Córdoba, der Cordovaner. Ja? Im 10. Jahrhundert, geehrte Geschwister, haben sie gepflasterte Straßen gehabt, die gereinigt worden sind von der CES, von der Córdoba Entsorgungsstätte, nicht von der FES, sondern von der CES. Waren gepflastert, wurden gereinigt, waren nachts beleuchtet und patrouilliert von Sicherheitskräften. Es gab frisches Wasser an öffentlichen Plätzen, ein Frischwasserservice an öffentlichen Plätzen. Ja, wir kennen das hier in der Hitze, manchmal, wir brauchen unbedingt was zu trinken. Ja? Und es gab 900 öffentliche Bäder in Córdoba. In Córdoba. Ja, also wir reden nicht von den Bademöglichkeiten im Privaten, sondern auch ja, für die Öffentlichkeit. 900. Wisst ihr, wie viele Moscheen es gab in Córdoba? 600. Wie viele Schulen, öffentliche Schulen? 800. Abgesehen von den Grundschulen, die in den Moscheen angegliedert gewesen sind. Und die Bildung war für alle offen, geehrte Geschwister. Die Bildung war für alle offen. Der Historiker Scott beschreibt in seinem Buch A History of the Intellectual Development of Europe die Lebensumstände in Paris. Und zwar im 13. Jahrhundert und die Lebensumstände in London bis in das 14. Jahrhundert. Die Straßen beider Städte waren Behälter des Drecks und oft unpassierbar. Nachts in Dunkelheit gehüllt und jederzeit von Kriminellen dominiert. Von Straßenräubern heimgesucht, das Kinderzimmer der Seuchen, der Ursprung jeder Krankheit, der Schauplatz jedes Verbrechens. Wir bieten der Dunja etwas, liebe Geschwister. Wir wollen einen Beitrag für die Dunja liefern. Wir wollen Sauberkeit und Gesundheit. Wir wollen Sicherheit. Wir wollen ein angenehmes Leben für uns und für andere bereiten. Die Bildung. Ja, ich zitiere Gader, der das berühmte Buch Sophies Welt geschrieben hat. Während des gesamten Mittelalters übernahmen die Araber in den Wissenschaften der Mathematik, der Chemie, Astronomie und Medizin die Führungsrolle. Das sind die Muslime gewesen. Wir werden später noch ein anderes Zitat bringen, da wird es nochmal deutlich. Aber es ist klar, ja. Die damaligen Muslime, die sahen so aus wie Ronaldo mit Bart. Ja? Aus Spanien. Wie sollen die ausgesehen haben? Ja, sie sind dort geboren. Ja, Großgelehrte, Ibn Hayyan beispielsweise, er heißt auch Ibn Bashkawal. Ja? Der Sohn Pascals. Das waren Europäer gewesen. Ja? Es gab allein in Córdoba 11.000 Studenten des Islam. Und dazu zählten auch die Sprachwissenschaften, dazu zählten auch die Rechtswissenschaften. Und zusätzlich, ja, die Imam-Ausbildung war da eine IMAM-Ausbildung. Islamwissenschaften, Mathematik, Astronomie und Medizin. Das konnte man alles in Córdoba studieren, geehrte Geschwister. Bildung. Ja? Wo sind wir in puncto Bildung? Wir sollen uns fragen, bilde ich mich, nutze ich die Chancen, die ich habe? Habe ich auch Aspirationen, Inspirationen in Bezug auf die Zukunft? Wie geht es für mich weiter die nächsten 5 Jahre? Das ist eine beste Frage. Ich liebe diese Frage. Wo werden Sie in 5 Jahren stehen? Diese Frage soll uns immer begleiten. Wo werde ich in 5 Jahren stehen? Wie komme ich voran? Es gab Gelehrte, die an ihrem Totenbett haben die noch irgendetwas geschrieben, irgendetwas gelesen, irgendetwas sich vorlesen lassen, weil sie wollten diese Erde verlassen als Schüler. Sie wollten diese Erde verlassen als Schüler. Schönheit. Inna Allaha Jamil yuhibbul Jamal. Allah ist schön und er liebt die Schönheit. Die Muslime haben die Gartenkultur nach Europa importiert, geehrte Geschwister, weil die Muslime wollten sich an das Paradies erinnern. Ja, sie gingen in Gärten, sagen, Subhanallah, wenn das schon so schön ist, wie muss erst das Paradies sein? Und dann waren sie aufgeladen mit Energie, um für das Paradies zu arbeiten. Dafür sind die Gärten da. Ja? Besucht den Palmgarten,
Seid erstaunt über die Macht und über die Liebe Allah Ta'alas, dass er so vielfältig erschaffen hat. Und sagt, ah, Subhanallah, das will ich ewig haben. Und dann geht man gestärkt daraus. Ja, dafür sind die Zeichen Allah Ta'alas da, dass man sich an ihnen erstärkt. Die Liebe Allahs spürt, Subhanallah, wie fein, wie vielfältig doch seine Schöpfung ist. Wie mächtig er doch ist. Und er lädt uns dadurch ein. Denn wenn wir kein Gefühl für Schönheit und Genuss hätten, wie sollte uns das Paradies motivieren, wenn wir nicht wissen, was das ist? Ja? Aber dazu hat Allah Ta'ala auch die Dunya erschaffen, dass wir Schönheit empfinden und danach nach der ewigen Schönheit streben. Ja? Der Historiker Scott, er hielt die Verwunderung mancher einfachen Menschen fest in Bezug auf das, was die Muslime in Spanien gebaut haben. Diese Menschen meinten, dass die Dschinn mit den Muslimen diese Gebäude gebaut hätten. So schön haben sie die Stadt gestaltet. In Córdoba, möglicherweise war das eine Millionenstadt gewesen, so habe ich es in einigen Ausführungen gelesen, gab es 200.000 Häuser, gebaute Häuser. Wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Zeltstätten. Nein, 200.000 gebaute Häuser, geehrte Geschwister. In Bezug auf den Respekt, den wir als Muslime haben, vor der Religionswahl des anderen, hält Siegfried Huncke fest. Dass es eine fruchtbare Harmonie gab. Araber und Goten, Ägypter und Berber, Syrer und Juden, Perser und Iberer, überwiegend als Muslime, das heißt verschiedene Ethnien, ja, überwiegend Muslime gewesen, aber unbehindert ebenso als Christen und Juden. Und über die religiösen Einflüsse, wie gesagt, könnt ihr nicht viele Bücher lesen, aber es ist dokumentiert, dass auch die Muslime ihren Fingerabdruck hinterlassen haben in Bezug auf die kirchlichen Weiterentwicklungen. Die beliebtesten Menschen bei Allah Ta'ala sind diejenigen, die nützlichsten für die Menschen sind. Das heißt, wir gehen inmitten der Dunya. Wir nehmen diese Herausforderung an und wir mischen uns unter Menschen und wir bleiben bei ihnen, auch wenn wir Schlechtigkeiten von ihnen ertragen müssen. Und wir wünschen ihnen währenddessen immer noch das Gute und tragen zu ihrem Nutzen bei. So verstehen wir uns, geehrte Geschwister, als Muslime. Und wir schauen in die Geschichte und Subhanallah, wir können uns strecken und sagen, Alhamdulillah, das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam initiierte durch die Gnade Allah Ta'alas. Und das motiviert uns für unsere Gegenwart. Das motiviert uns für unsere Zukunft. Das motiviert uns für unsere Zukunft. Aber wir werden dadurch nicht Geier. Wir werden keine Raubtiere, dass wir mit allen Mitteln in irgendeiner Form die Dunya hier beherrschen wollen oder und gleichzeitig unsere eigenen Werte vergessen. Wir kennen Halal und wir kennen Haram. Deswegen der Clown, der sagt, man dürfte hier in Deutschland Alkohol verkaufen. Ja, das ist ein Clown, das ist kein Gelehrter. Ja, also falls ihr ihn als Gelehrten vorgestellt bekommen habt, er ist kein Gelehrter, das ist ein Clown. Ja, der sich wie ein Clown anzieht und am Ende sagt, man könnte hier Alkohol verkaufen. Nein, wir wollen keinen Schaden für die Menschen. Und wir kennen Halal und Haram. Und wir werden Halal und Haram niemals verhandeln. Es steht nicht zur Verhandlung. Ja? Im Rahmen des Halal werden wir lernen, werden wir vorankommen, werden wir prägen, werden wir teilen, werden wir partizipieren. Aber nicht, indem wir betrügen, belügen, rauben, ja, hintergehen. Weil was wir auch, Alhamdulillah, tun, wenn wir in diesem Prozess sind, ja, ist gerecht zu sein. Allah Ta'ala ermahnt uns im Koran, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqisti shuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidayni wal aqrabin
يكن غنيا أو فقيرا فإن فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. O Leute des Iman, seid auf der Hut, seid achtsam bei der Wahrnehmung der Gerechtigkeit und seid Zeugen für Allah, auch dann, wenn es gegen euch selbst geht. Ihr müsst Zeugnis gegen euch selbst ablegen oder gegen eure Eltern oder gegen Verwandte. Ob der eine reich oder arm ist, so ist Allah beiden näher. Ja, dass man nicht für den Reichen Recht oder Unrecht spricht, ja, so ihn bevorteilt und den Armen dem Armen Nachteile zukommen lässt oder keine Gerechtigkeit zukommen lässt. Darum folgt nicht der persönlichen Neigung, auf dass ihr gerecht handeln könnt. Und wenn ihr aber die Wahrheit verdreht oder euch von der Wahrheit abwendet, so ist Allah eures Tuns kundig. Ja. Das heißt, die Liebe zu uns selbst oder zu unseren Eltern oder zu unseren Verwandten soll uns nicht davon abhalten, gerecht zu sein. Und umgekehrt, möglicherweise haben wir Abneigung gegen andere. Und die hält uns davon ab, gerecht zu sein, gerecht nach der Gerechtigkeit zu streben. Und da warnt Allah Ta'ala davor: Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bilqisti wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'adilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. O Leute des Iman, bemüht euch, eurer Verpflichtung Allah gegenüber nachzukommen und seid Zeugen in gerechter Weise. Und die Abneigung einer Gemeinschaft gegenüber darf euch nicht dazu veranlassen, ungerecht zu sein. Seid gerecht, das ist näher zu Taqwa und handelt Taqwa gemäß Allah gegenüber. Gewiss, Allah ist dessen allkundig, was ihr tut. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, lest die Ayat 105 bis 116 der Surat An-Nisa, der vierten der Abfolge nach. Diese Passage wurde offenbart, weil jemand, der den Islam angenommen hat, Diebesgut, was er gestohlen hat, in das Haus eines Juden legte und am Ende den Juden beschuldigte, dass er gestohlen hat. Und Allah Ta'ala sprach den Juden frei und wies dem Muslim die Schuld zu. Warum? Warum? Warum fragen wir warum? Weil das die Wahrheit ist. Weil das gerecht ist, liebe Geschwister. Das könnt ihr bei Tabari nachlesen und das ist von Ibn Sirin unter anderem dem Tabi'i kommentiert worden. Das heißt, wir sind gerecht, wenn wir mit Menschen handeln. Die Gerechtigkeit ist unser erster Maßstab. Und zwar der mindeste. Darüber hinaus gibt es noch mehr. Allah Ta'ala sagt im Koran, verzeiht, der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, aber es ist dasselbe. Wenn es authentisch ist, liebe Geschwister, es ist dasselbe. Wir gehören nicht zu den Alhamdulillah Abgeirrten, die den Koran ohne Sunna verstehen wollen, weil sie die Sunna in irgendeiner Form nicht akzeptieren. Und Imam Bukhari verifizierte diese Worte, deswegen ist es quasi dasselbe, weil Allah Ta'ala im Koran sagt, nehmt das, was der Prophet euch mitgibt und enthaltet euch dessen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam euch verwehrt. Rahimallahu rajulan samhan idha ba' wa idha ashtara wa idha qutada. Allah sei demjenigen gnädig, der großzügig ist, wenn er etwas kauft oder wenn er etwas verkauft oder wenn er sein Recht einfordert. Ja? Das heißt, wir geben mehr, als wozu wir verpflichtet sind und verlangen weniger, als worauf wir ein Anrecht haben. Ja, weil die Gerechtigkeit, die, ja,
verlangt Gerechtigkeit, aber wir gehen über die Gerechtigkeit hinaus, liebe Geschwister. Und wir tragen soziale Verantwortung. Wir wollen nicht nur gerecht sein, wir wollen auch soziale Verantwortung tragen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, zu den Händlern. Ja, weil daran erkennt man manchmal die Religiosität einer Person. Nicht, wie oft sie in die Moschee geht. Oder wie sie äußerlichen Anzeichen oder Indizien nach sich der Religion zugehörig fühlt. Sondern wenn es dann um den Dirham und den Dinar geht, um den Euro, um den Dollar, um Cents geht, dann sieht man die Religiosität einer Person. Dann kommt ja der wahre Charakter raus. Und das sagt auch Omar zu einer Person, die sagt, ja, ich kenne den und den. Sagt er, du kennst den und den, vielleicht hast du ihn nur in der Moschee kennengelernt. Hast du mit ihm Handel getrieben? Bist du mit ihm verreist, dass du seinen Charakter kennengelernt hast? Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, zu den Händlern, ja, ma'ashara tujjar, inna shaitana wal ithma yahduranil bay'a, fashubu bay'akum bis sadaqa. Gewiss, der Scheitan und die Verfehlung, die Sünde, sind bei den Geschäftsabwicklungen stets gegenwärtig. So durchmischt eure Geschäfte durch Sadaqa. Ja, tragt soziale Verantwortung, wenn ihr handelt. Eine weitere Überlieferung, ja, ma'ashara tujari innahu yashhadu bay'akum al-halifu wal-lagwu fashubuhu bis-sadaqa. Ja, er sagte, sallallahu alaihi wasallam, sinngemäß, o Händler, wenn ihr Geschäfte tätigt, manchmal mischt sich Schwören rein. Wallahi dies und wallahi das. Ja? Oder leeres Gerede. Ja? Laberei. Deswegen vermischt eure Geschäftsabwicklungen durch Sadaqa. Und subhanallah, etwas, was wir uns vielleicht nicht vorstellen können, aber was Realität gewesen ist und bleibt. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, auch Bukhari und Muslim verifizierten dies, al-bayyani bil-khiyar ma lam yatafarraqa. Die Handelnden können noch wählen, solange sie nicht auseinandergegangen sind. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَىٰ أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, und wenn sie ehrlich gewesen sind, ja, wenn sie ehrlich gewesen sind und alles offengelegt haben, Transparenz, das Wort Transparenz, wenn sie alles offengelegt haben und ehrlich sind, weil manchmal ist man ehrlich, man lügt nicht, aber man sagt nicht die ganze Wahrheit. Ja, und du legst alles offen und bist ehrlich. Dann wird Allah Ta'ala ihren Handel segnen. Ansonsten, wenn sie sich anlügen, oder wenn sie nicht transparent sind, mag es sein, dass sie einen oberflächlichen Gewinn haben, aber keinen Segen, wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Dieser wird zunichte gemacht, dieser mögliche Segen. So wollen wir mit den Menschen handeln, liebe Geschwister. Wir wollen nicht um jeden Preis in der Dunya erfolgreich sein. Nein, nur im Rahmen des Halal, nur im Rahmen des Gebotenen. Weil das macht uns aus, liebe Geschwister. Dann können wir in den Spiegel schauen. Dann können wir uns in den Sujud begeben, liebe Geschwister. Nicht, wenn wir reich sind, aber zum Ergebnis gekommen sind durch unerlaubte Mittel. Lieber, wir haben im Halal das getan, was wir tun konnten, und Allah Ta'ala hat für uns nicht vorgesehen, dass wir reich werden mögen. Vielleicht wollte er uns lieber als Zakat-Empfänger diese Welt durchleben. Vielleicht ist das bessere Leben für uns, für den jeweils Einzelnen, der im Halal keinen Erfolg bekommt. Im weltlichen Sinne. Ja, aber im spirituellen Sinne natürlich zu den Erfolgreichen zählt. Subhanallah, wir haben bereits um Vergebung gebeten, Alhamdulillah. Wichtig, dass man um Vergebung bittet. Transparenz und Wahrheit und, liebe Geschwister, darüber hinaus noch. Wenn du handelst, geht es nicht um deine Zufriedenheit. Du warst transparent gewesen. Du warst ehrlich gewesen. Du warst barmherzig gewesen. Noch nicht mal gerecht, sondern barmherzig. Jetzt, subhanallah, Allah Ta'ala fordert von uns im Koran noch mal mehr. Und Alhamdulillah. Und das war das, was Cordoba gebaut hat. Geehrte Geschwister. Das will ich denken, das sind irgendwelche Vorgaben, die uns dann irgendwie kaputt machen in der Welt. Nein, das war das, was Cordoba gebaut hat, geehrte Geschwister. Die islamische Zivilisation, ja. Vom Westen zum Osten,
gebaut hat. Allah Ta'ala sagt in Surah An-Nisa: Ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. O Leute des Iman, zehrt euren Besitz untereinander nicht auf, es sei denn, dass es sich um einen Handel handelt, wo ihr euch gegenseitig zufriedenstellt. At-Tarad. Ja, Arida, die Zufriedenheit. Das heißt, du musst darauf achten, den anderen auch zufriedenzustellen. Und wisst ihr was? Das ist im modernen Management angekommen. Lest doch den Bestseller von Stephen Covey, 7 Wege zur Effektivität. Was beschreibt er dort? Er beschreibt dort, man soll immer in einer Win-Win-Situation sich befinden, wo der andere auch einen Profit hat, auch wenn es einem erstmal weltliche Nachteile bringt. In seinem Weltbestseller 7 Wege zur Effektivität könnt ihr das, wie gesagt, nachlesen. Also es ist auch von anderen erfahrbar und zugänglich, diese Lektion. Alhamdulillah. Ja, der Geschwister spendet von dem, was Allah Ta'ala euch ermöglicht hat. Für unsere Selbstständigkeit. Denn es sind wir selbst, keine anderen, die diese Gemeinde aufbauen und aufrechterhalten. Und wir sind es auch ständig, ohne Pause. Spendet von dem, was Allah Ta'ala euch ermöglicht hat. Aber tut auch was in die Spardose für eure Hochzeitskosten, solltet ihr nicht verheiratet sein. Und spart euch auch etwas. Draußen gibt es einen Dattelverkauf. Ja, und die, ich habe der komplette Erlös, also der komplette Umsatz wird gespendet, weil ein Händler gesagt hat, verkauft diese Datteln und zu 100% werden die Umsätze der Moschee zukommen. Das ist das, was ich gehört habe. Oder er hat vielleicht einen Selbstkostenpreis genommen, ich weiß es nicht. Bitte fragt den Bruder Samir. Aber er macht daran keinen Gewinn, so viel weiß ich. So viel weiß ich. Alhamdulillah, zwei Geschwister sind sehr klug. Ja, Bruder Hayat Insan Hoja und seine Schwester Siti und für ihren Bruder Said und Mustafa und die Familie Hussein. Also sind zwei Familien, die für ihre Verstorbenen etwas Gutes tun wollen und sie wollen in ihrem Namen Gutes tun, wie der Prophet auch aufforderte, wie Imam Ahmad verkündete, dass man allgemein Gutes tut und den Verstorbenen dann wünscht, dass Allah Ta'ala, also Allah Ta'ala darum bittet, dass der Lohn den Verstorbenen gegeben wird. Und dann gibt es was zu essen. Kostenlos. Alhamdulillah. Ja? Leckeres Essen gibt es direkt nach dem Gebet unten kostenlos. Dann schmeckt es noch besser, Alhamdulillah. Ja, und ihr tut den Gastgebern einen Gefallen. Vergesst aber nicht das Bittgebet. Das ist eure Bezahlung, liebe Geschwister. Das Bittgebet ist die Bezahlung für die Einladung nach unten. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Rahman, Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. O Allah, bitte lass uns unsere Gebete lieben. O Allah, bitte lasse uns unsere Sünden verlassen und sie eine Abneigung ihnen gegenüber haben, O Allah. O Allah, bitte vereine uns im Herzen der Ummah. O Allah, bitte rechtleite uns stetig immer weiter in die Mitte des geraden Weges, O Allah, Allahumma amin. O Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam von ihr beten hat, und bitte schenke uns Zuflucht vor all dem, wofür auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.